Gauner stecken überall. Der Kugelblitz löst jeden Fall. Ob Rio, ob Brüssel, ob Rom, Shanghai. Kugelblitz ist stets dabei. Markenzeichen ist sein Grips und ein gelb getupfter Schlips. Hat viel, viel Bauch und wenig Haar. Das ist unser Kommissar. Kugelblitz, löst jeden Fall mit Grips. Ja, Gauner stecken wirklich überall und Kugelblitz hat alle Hände voll zu tun, um sie zu überlisten. Dazu braucht er tüchtige Assistenten wie Fritz Pommes, Peter Zwiebel, Sonja Sandmann und wie dich. Glücklicherweise macht auch der klügste Schurke mal einen Fehler. Wenn du aufmerksam zuhörst, wirst du diese Fehler sicher entdecken und du kommst dem Gauner vielleicht noch vor Kugelblitz auf die Schliche. Also, psst, höchste Konzentration und aufgepasst. Fall Nummer 1. Der lila Leierkasten. Hier stand sie, sagt der Pfarrer der mittelalterlichen Gemeindekirche. Er deutet auf einen leeren Holzsockel, von dem in der vergangenen Nacht die wertvolle Riemenschneider-Madonna gestohlen wurde. Und jetzt zeige ich Ihnen, wo die Räuber eingedrungen sind. Der noch völlig verstörte Pfarrer führt Kommissar Kugelblitz durch die aufgebrochene Tür der Sakristei. Dort ist eines der bleiverglasten Fenster eingeschlagen. Die Scherben liegen noch auf dem Boden herum. Der Pastor kramt in der Schublade eines alten Schreibtisches und holt eine Ansichtskarte hervor. So sah sie aus. Ein herrliches Kunstwerk, sagt Kugelblitz anerkennend. Ich erinnere mich an eine Abbildung davon in einem Kunstgeschichtebuch. Die Statue ist unersetzlich. Die ganze Welt hat uns darum beneidet, klagt der Pfarrer. Kugelblitz zwirbelt nachdenklich seinen Seehundbart zwischen Daumen und Zeigefinger und brummt: Die Diebe haben einen Fehler gemacht. Sie haben nicht bedacht, dass diese Plastik nicht nur äußerst wertvoll, sondern auch äußerst bekannt ist. Kunstwerke, die in Kunstbüchern abgebildet sind, lassen sich auf dem schwarzen Markt nicht so leicht absetzen. Außerdem weiß inzwischen jeder durch die Berichte in den Zeitungen, dass diese Madonna gestohlen worden ist. Ja, aber was nützt uns das? Jammert der Pfarrer. Die Diebe werden trotzdem versuchen, Geld dafür zu bekommen. Ich vermute, dass sie sich bald bei Ihnen melden werden. Glauben Sie wirklich? Fragt der Pfarrer hoffnungsvoll. Setzen Sie auf alle Fälle eine Anzeige in die Zeitung, in der Sie gegen hohe Belohnung um Rückgabe bitten. Kugelblitz behält recht. 3 Tage später, um Mitternacht, klingelt das Telefon im Pfarrhaus. Der Pastor fährt erschrocken hoch. Er greift nach dem Hörer und kann erst gar nicht fassen, was ihm da eine heisere Stimme anbietet. Die Rückgabe der Madonna gegen ein hohes Lösegeld. Der Pfarrer persönlich soll den genannten Betrag am folgenden Sonnabend in der Fußgängerzone der Innenstadt an einen Boten übergeben. »Ziehen Sie einen schwarzen Anzug an, damit unser Mann sie erkennt«, fordert die Stimme. »Und tragen Sie das Geld unauffällig bei sich. Das Kennwort ist lila Leierkasten.« Nach diesen geheimnisvollen Anweisungen legt der Fremde auf. Kugelblitz rät dem Pfarrer, unbedingt auf das Angebot einzugehen. Der Pastor tut sein Möglichstes, um den geforderten Betrag bei allen kunstinteressierten Menschen der Umgebung zusammenzutrommeln. Auch eine Bank und die Lokalzeitung stiften einen namhaften Betrag. Am Tag der Übergabe schlüpft kein anderer als Kugelblitz selbst in den schwarzen Anzug des Pfarrers, obgleich die Hose um den Bund herum gefährlich spannt. Abgesichert mit Gürtel und Hosenträgern mischt sich Kugelblitz unter die kauflustige Menge in der Fußgängerzone der Innenstadt. Hunderte von Gesichtern eilen an ihm vorbei.
Jedes davon kann dem geheimnisvollen Erpresser gehören. Wie um alles in der Welt soll er ihn erkennen? Da taucht ein Leierkastenmann auf. Er stellt sich an der Ecke vor der Sparkasse auf und beginnt zu spielen. Kugelblitz beobachtet den Mann eine Weile. Weil er Leierkastenmusik mag und weil ihm sein Instinkt sagt, dass dieser Mann nicht ohne Grund hier aufgetaucht ist. Aber der Leierkastenmann beachtet ihn nicht. Er zündet sich gemächlich mit einem Streichholz eine Zigarette an, während sein lila Leierkasten fröhlich weiterspielt. Kugelblitz geht etwas verwirrt weiter. Er spürt, dass etwas mit diesem Mann nicht in Ordnung ist. Aber was? Schließlich ist es nicht der Leierkastenmann, sondern ein Losmann, der ihn plötzlich anspricht. Ein Los für eine Mark, Herr Pastor? Als Kugelblitz nach seiner Geldbörse kramt, fügt der Losmann leise hinzu. Und den großen Betrag für den lila Leierkasten. Her mit den Mäusen. Und zwar ein bisschen schnell. Umständlich sucht Kugelblitz nach dem Umschlag mit dem Geld. Es ist ihm daran gelegen, dass seine Assistenten Pommes und Zwiebel, die unauffällig zwischen den Passanten herumlaufen, auf den Losverkäufer aufmerksam werden. Aber die beobachten im Augenblick nur den lila Leierkasten und seinen Besitzer, der jetzt mit einem kleinen Affen auf seiner Schulter herumspielt. Rasch und unauffällig, Herr Pastor, zischt der Losverkäufer. Und ein bisschen Dalli. Als Kugelblitz den Umschlag schließlich aus der vierten Tasche fischt, wird ihm das Geld förmlich aus der Hand gerissen. Doch ehe der Losverkäufer weglaufen kann, hält ihn Kugelblitz am Ärmel fest. Und wo ist die Madonna, Mann? Na, im lila Leierkasten. Wo denn sonst? Grinst der Losverkäufer. Als sich Kugelblitz nach dem Leierkastenmann umsieht, nutzt der Losverkäufer die Gelegenheit und taucht mit dem Geld in der Menge unter. Kugelblitz lässt einen schrillen Pfiff los. Pommes und Zwiebel kommen angerannt. Aber da ist es schon zu spät. Der Losverkäufer war nirgends mehr zu entdecken. Auch der Leierkastenmann ist spurlos verschwunden. Nur der lila Leierkasten steht noch da. In seinem Inneren liegt tatsächlich die Riemenschneider-Madonna, glücklicherweise unbeschädigt. Der lila Leierkasten ist nur eine Attrappe, eine lila angemalte Holzkiste mit Kurbel. Die Kurbel allerdings hat keine Funktion. Die Musik erklingt aus einem kleinen, in der Kiste eingebauten Kassettenrekorder. Kugelblitz fasst sich an die Stirn und sagt: Ich Hornochse, ich hatte doch gleich das Gefühl, dass mit dem Leierkastenmann etwas nicht stimmt. Und jetzt weiß ich auch was. Er ärgert sich über seine Unachtsamkeit. Einem aufmerksamen Geschäftsmann ist es zu verdanken, dass die beiden Gauner eine Woche später in der Nachbarstadt gefasst werden, als sie von dem erpressten Geld ein Motorboot kaufen wollen. Da haben wir aber Glück gehabt, Chef, sagt Pommes. Trotzdem ärgert es mich, dass ich nicht gleich gemerkt habe, dass der Leierkasten eine Schummelkiste ist, brummt Kaka. Und jetzt die Frage an alle jungen Detektive, die ihren Denkapparat richtig ankurbeln können. Warum hätte Kommissar Kugelblitz gleich wissen müssen, dass es sich bei dem Leierkasten um eine Sonderanfertigung handelte? Fall Nummer 2. Der Dieb im Pyjama. Es ist ein heißer Sommer. Nicht nur, dass das Thermometer in Rekordhöhen klettert, auch die Aktenberge auf Kugelblitz Schreibtisch erreichen Mount Everest Höhe. Kugelblitz steht kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Wenn du nicht abschaltest, dann bist du an Weihnachten reif für den Mülleimer, sagt sein Kollege Leo Plietsch und rät ihm dringend, im Herbst ein paar Ferientage einzulegen. Leo Plietsch, Vater von 7 Kindern, weiß auch schon wo. In seiner Ferienwohnung an der Ostsee. Die Wohnung ist nicht groß, aber du kannst jeden Tag in einem anderen Bett schlafen, versichert Leo in Anspielung auf die 7 freien Kinderbetten. Kurz entschlossen nimmt Kugelblitz das Angebot an und reist an die Ostsee. Die Luft ist frisch und klar. 3 Tage lang schläft er wie ein Murmeltier und wacht erst zum Mittagessen auf.
Das nimmt er in einem der kleinen Restaurants am Strand ein, macht dann einen langen Spaziergang und legt sich wieder ins Bett. Am vierten Tag beginnt er sich bereits ein bisschen zu langweilen. »Ich glaube, ich erhole mich prächtig«, sagt er zu Leo am Telefon, als er ihn am fünften Tag anruft. Am sechsten Tag wacht Kugelblitz mitten in der Nacht auf und kann nicht weiter schlafen. »Ich glaube, ich habe mich einfach überschlafen«, murmelt Kugelblitz. Er schlüpft in seinen marineblauen Strickpullover. Dann zieht er die Trainingshose über den Schlafanzug und beschließt, eine kleine Nachtwanderung am Strand zu machen. Das hat er seit seiner Schulzeit nicht mehr getan. Nach den ersten 500 Metern beginnt er etwas zu joggen. Fabelhafte Kondition, murmelt er, als er nach einer Viertelstunde Dauerlauf im Mondschein den Pulsschlag überprüft. Dann läuft er mit gleichmäßigen, lockeren Schritten wieder zu der kleinen Wohnanlage am Strand zurück, in der sich die Ferienwohnung seines Freundes befindet. Hoppla, da scheint noch einer Schlafstörungen zu haben, brummt Kugelblitz und bleibt stehen. Ein Mann klettert an der Regenrinne hoch, auf den Balkon im ersten Stock. Das Fenster ist nur gekippt, ein rascher Griff durch die Öffnung und die Balkontür geht auf. Der Mann verschwindet in der Wohnung. Nanu, murmelt Kugelblitz verwundert. Entweder hat er seinen Wohnungsschlüssel vergessen oder er hat nichts Gutes im Sinn. Kugelblitz hat sich inzwischen schon so gut erholt, dass sein kriminalistischer Forscherdrang die Oberhand gewinnt. Er beschließt festzustellen, ob es sich bei dem nächtlichen Turnkünstler um den wahren Wohnungseigentümer handelt oder um einen Eindringling. Das herauszufinden ist schließlich ganz einfach. Kugelblitz schließt die eigene Haustür auf, geht durch den Keller in das Nebenhaus und läuft die Treppe hoch bis zum ersten Stock rechts. Das ist die Wohnung, in die der Nachtwandler eingestiegen ist. Meier steht auf dem Türschild. Kugelblitz klingelt. Nichts rührt sich. Kugelblitz klingelt ein zweites Mal. Etwas bewegt sich hinter dem gläsernen Spion der Tür. Nach erneutem Klingeln fragt eine verschlafene Stimme. »Wer ist da?« »Ein Nachbar. Ich glaube, bei Ihnen ist eingebrochen worden.« Die Sperrkette wird hastig zurückgeschoben. Ein Mann im Pyjama erscheint im Türspalt sichtbar und fragt erschrocken. »Was sagen Sie da?« »Ich glaube, bei Ihnen ist jemand über den Balkon geklettert.« »Um Himmels Willen!« ruft der Mann erschrocken. »Tatsächlich?« »Ja, ich sah einen Mann an der Regenrinne hochsteigen.« »Oh, kommen Sie doch bitte rein und sehen Sie mit mir nach«, murmelt der Mann und tritt einen Schritt zurück. »Ich trau mich nicht allein.« Es dauert nicht lang, bis die kleine Wohnung durchsucht ist. Da ist niemand außer Kugelblitz und dem Mann im Pyjama. »Ja, dann muss ich mich geirrt haben«, brummt Kugelblitz, als er sich an der Tür verabschiedet. Er wirft noch einen Blick auf das Türschild und sagt, »Sie sind doch sicher Herr Müller persönlich.« Der Mann nickt und sagt etwas vorwurfsvoll, »Da haben Sie mir aber einen gehörigen Schrecken eingejagt, mitten in der Nacht.« »Nichts für ungut, Herr Müller. Entschuldigen Sie vielmals.« Kommissar Kugelblitz eilt in seine Wohnung zurück. Von dort aus ruft er den Revierposten an. Der Mann vom Nachtdienst ist ziemlich verschlafen, weil in der Nachsaison in dem Ferienort wenig los ist. »Verhaften Sie bitte einen Einbrecher, aber lassen Sie sich nicht dadurch verwirren, dass er einen Pyjama trägt«, sagt Kugelblitz am Telefon und gibt die Adresse an. Kurz darauf wird der Mann verhaftet. Und nun die Rätselfrage an alle Detektive, die in einen nächtlichen Fall gern Licht bringen möchten. Woher weiß Kugelblitz, dass es sich nicht um den Wohnungsbesitzer handeln kann? Fall Nummer 3. Tante Adelheids Lampe. Fräulein Adelheid Wirsing lebt in der Mansarde einer alten Villa aus der Zeit der Jahrhundertwende. Dass über ihrem Wohnzimmertisch eine Kostbarkeit baumelt, weiß weder sie
noch ihr geldgieriger Neffe Walter. Der besucht seine Tante nur, um sie ab und zu einmal anzupumpen, wenn er wieder hoffnungslos abgebrannt ist. So ist es auch diesmal. Walter bringt einen Freund mit, der seit einiger Zeit mit Antiquitäten handelt. Dieser sieht sich nicht ohne Hintergedanken in der Wohnung der alten Dame genau um und nicht erfolglos. Fast klappt ihm der Unterkiefer herunter, als er in der bunten Glaslampe über dem Esstisch eine echte Tiffany-Lampe erkennt. Mann, Jugendstil ist in, die Lampe ist ein Vermögen wert, flüstert er seinem Freund zu. In Walters Augen flackert es gierig. Aber so sehr er in der nächsten Zeit auch versucht, seiner Tante eine moderne Lampe aufzuschwatzen, es gelingt ihm nicht. Die alte Dame möchte sich von der alten Lampe nicht trennen. Eines Morgens, als die alte Dame erwacht, ist die Lampe verschwunden. Nur die Fassung baumelt noch an der Decke. Adelheid Wirsing starrt fassungslos nach oben. Dann ruft sie Kommissar Kugelblitz an und berichtet von dem rätselhaften Verlust. Der Kommissar erfährt auch von dem Besuch des Neffen und seinem seltsamen Freund, der Gefallen an der Lampe gefunden zu haben schien. Seither jedenfalls wollte mich Walter immer überreden, die alte Funzel durch eine neue zu ersetzen, schließt Adelheid Wirsing ihren Bericht. Darf ich mal telefonieren? Fragt Kommissar Kugelblitz nach einigem Überlegen. Er ruft den Neffen Walter an. Ihre Tante ist bestohlen worden. Es ist zwar nur eine Lampe weggekommen, aber sie ist ziemlich aufgeregt deswegen. Vielleicht sollten Sie mal vorbeischauen. Mach ich, verspricht der Neffe. Und eine neue Lampe bringe ich auch gleich mit, damit sie wieder Licht am Tisch hat. Sie stickt doch so gerne. Als der treu sorgende Neffe erscheint, wartet bereits die Polizei auf ihn. Eine Unvorsichtigkeit war ihm zum Verhängnis geworden. Sie hat den Verdacht des Kommissars bestätigt, dass der Neffe selbst der Dieb der alten Funzel gewesen ist. Und nun die Rätselfrage. Welchen Fehler beging Walter? Fall Nummer 4. Suzuki knurrt nicht ohne Grund. Bei der bildschönen Suzuki handelt es sich nicht um ein Motorrad, sondern um eine 2-jährige Boxerhündin. Sie ist schon auf vielen internationalen Ausstellungen prämiert worden. Kurz vor der Weltausstellung verschwindet sie plötzlich auf geheimnisvolle Weise. Der Besitzer kommt ganz aufgeregt zur Polizei und ruft: Meine Suzuki ist weg. Ihr Motorrad ist weg? Vergewissert sich der Polizist. Nein, viel schlimmer, mein Hund. Er ist für mich viel wertvoller als ein Motorrad. Ich habe eine Hundezucht und wenn er Weltchampion geworden wäre, dann... In Ordnung, geben Sie uns die genaue Beschreibung des Tieres, möglichst mit Foto. Wir geben dann die Fahndung an die umliegenden Revierwachen weiter. Vielleicht ist das Tier ja auch nur entlaufen. Suzuki entlaufen? Niemals. Das ist eine regelrechte Entführung, wenn nicht sogar etwas Schlimmeres. Der Hundebesitzer lässt den düsteren Satz unvollendet. Der Polizist tut seine Pflicht und schreibt die Hündin zur Fahndung aus. Nach 2 Wochen findet man eine verwahrloste Boxerhündin unter der Brücke einer 70 Kilometer entfernten Kleinstadt. Nur einem Zufall ist es zu verdanken, dass ein Polizist, der selbst Hunde ausbildet, in ihr ein wertvolles Tier erkennt. Er erinnert sich an das Fahndungsfoto. So wird die Hündin ihrem Besitzer wieder zurückgegeben. Allerdings in einem bedauernswerten Zustand. Der Hundebesitzer ist traurig und froh zugleich. Froh, weil er seine Suzuki wieder hat, traurig, weil nun die Weltausstellung vorbei ist. Mit viel Liebe und guter Pflege ist Suzuki bei der nächsten Landesausstellung wieder dabei. Aber dann geschieht etwas Seltsames. Als ein gewisser Mr. Miles mit seiner Boxerhündin Sheila in den Ring kommt, in dem die Hunde begutachtet und bewertet werden, fängt Suzuki an zu knurren und die Zähne zu fletschen.
Suzuki wird disqualifiziert. Sowas macht kein anständiger Hund, der Champion werden will, finden die Schiedsrichter. Sowas macht ein anständiger Hund nur, wenn er einen Grund hat, sagt Suzukis Herrchen wenige Stunden später zu seinem Schulfreund Isidor Kugelblitz. Und dann erzählt er Kugelblitz von seinem Verdacht, dass dieser Mr. Miles mit dem rätselhaften Verschwinden der Hündin zu tun haben musste. Oder glaubst du, dass seine Sheila sonst Champion geworden wäre? Aber wie willst du das beweisen? Grübelt Kugelblitz. Suzuki hat geknurrt, sagt der Hundebesitzer. Das reicht mir. Hundeaussagen sind vor Gericht nicht zugelassen, Kugelblitz lächelt. Aber er hat eine Idee. Ich werde mich mit diesem Mr. Miles einmal etwas unterhalten, verspricht er. Und das tut er dann auch. Was Sie nicht sagen, Suzuki war verschwunden? Mr. Miles schüttelt verständnislos den Kopf, als Kugelblitz ihn auf die Entführung der Hündin anspricht. Ich wunderte mich damals schon, dass sie nicht auf der Weltausstellung war. Mr. Miles macht eine Pause, dann fährt er fort. Nun, das erklärt auch ihr seltsames Verhalten gestern Nachmittag. Seelisch gestört nennt man das, tja, das gibt es auch bei Hunden. Und Sie als Fachmann können sich nicht erklären, weshalb ein Hund wie Suzuki kurze Zeit vor der Weltausstellung verschwindet? Kugelblitz sieht Mr. Miles durchdringend an. Also wenn Sie mich mit dieser Entführung in Verbindung bringen wollen, dann sind Sie auf dem Holzweg. Ich war am Tag vor der Ausstellung in England. Ich kann es also gar nicht gewesen sein. Hier ist meine Flugkarte. Aber die Flugkarte überzeugt Kugelblitz nicht. Er gibt seinem Schulfreund recht. Mr. Miles steckte hinter Suzukis rätselhaftem Verschwinden. Hundeaussage hin, Hundeaussage her. Suzuki hatte zu Recht geknurrt. Und nun wieder die Frage an alle Detektive mit Spürnase. Wodurch verriet sich Mr. Miles? Fall Nummer 5. Der Froschmann. Kugelblitz freut sich auf das Frühlingswochenende auf dem Lande. Er hat sich mit seinem Freund Tütü in dessen Landhaus verabredet. Sie wollen gemeinsam die ersten warmen Frühlingstage genießen, die diesmal mit Verspätung eingetroffen sind. Als Kugelblitz froh gestimmt den Garten betritt, in dem das alte, etwas windschiefe Haus seines Freundes steht, kommt dieser ihm mit einem Blecheimer entgegen. »Was hast du denn da? Willst du Marmelade kochen?« fragt Kugelblitz mit einem Blick auf die geleeartige Masse. »Nein, ich bin sozusagen als Froschmann unterwegs«, grinst Tütü und freut sich über das dumme Gesicht seines Freundes. »Seit wann hast du deine Vorliebe fürs Tauchen entdeckt?« staunt Kugelblitz. »Nein, ich meine das ganz wörtlich. Ich kümmere mich um Frösche. Seit man den Teich hinter dem Wald abgelassen und von Unrat gereinigt hat, gibt es dort auch keine Frösche mehr. Die haben die Hitze im letzten Sommer ohne Wasser nicht überlebt. Und jetzt suchst du neue Frösche?« »Fremde Frösche würden in dem Teich nie bleiben. Sie kehren immer wieder in ihre alte Heimat zurück. Selbst Kaulquappen erinnern sich an ihren Geburtsort. Sicher hast du schon mal von den großen Froschwanderungen gehört«, belehrt Tütü seinen Freund. »Ja, ich erinnere mich«, sagt Kugelblitz. »Nun, deshalb habe ich Froschleich aus dem alten Krötenteich geholt und bringe den nun zum Teich hinter dem Wald.« »Aha, dann ist also Froschleich im Marmeladeeimer.« »Stimmt, Herr Kommissar«, sagt Tütü, »und du kannst mir gleich dabei helfen.« In ein paar Minuten ist Kugelblitz umgezogen. Alte Bunthosen und ein paar Gummistiefel machen auch ihn zum Froschmann. Als die beiden Freunde auf den Wald zustapfen, begegnet ihnen ein Mann. Er hat einen Rucksack auf dem Rücken und einen Korb in der Hand. Den hängt er gerade an das Fahrrad, das an einem Baum lehnt. »Na, was machen Sie denn hier, Herr Woltmann?«, erkundigt sich Tütü neugierig. »Oh, ich bin...« »Haben Sie nicht vielleicht wieder ein bisschen gewildert?« »Wenn das der Förster erfährt...« Tütü wirft einen schnellen Blick in den Korb, in dem das Tuch ein bisschen verrutscht ist. »Das ist eindeutig ein Karnickelohr, oder täusche ich mich?« »Ganz recht«, sagt Wortmann verlegen. »Ich will das Tier gerade zum Arzt bringen. Es saß ganz verstört in seinem Nest. Da habe ich es mitgenommen. Und dann muss es vor Schreck an einem Herzschlag gestorben sein.« »So, so«, sagt Tütü belustigt. »Und was wollen Sie jetzt beim Tierarzt?«
Nun, es kann ja sein, dass es Tollwut hatte. Ich meine, weil es so still im Nest gesessen hat, das arme Häschen. Das arme Häschen, sagt Tütü voller Mitgefühl. Als Woltmann auf seinem klapprigen Rad das Weite gesucht hat, grinst Tütü seinen Freund Isidor an und sagt, na, so ein Schwindler. Und jetzt die kinderleichte Frage an alle Detektive, die keine Hasenfüße sind. Welche faustdicke Lüge hat der Wilderer den beiden Froschmännern aufgebunden? Fall Nummer 6. Blüten, Blüten überall. Die Amseln pfeifen es von den Dächern. Es ist Frühling. Blüten, Blüten überall. Tulpen, Hyazinthen, Narzissen, Forsythien und Mandelbäumchen. Aber etwas blüht im Verborgenen. Das ist das heimliche Geschäft von Detlef Lilienborn. Er arbeitet Tag und Nacht im Keller einer ehemaligen Bäckerei. Und es läuft wie das Brezelbacken. Schließlich steht die Urlaubssaison vor der Tür und da geht seine Ware weg wie heiße Semmeln. Was Detlef Lilienborn fabriziert, ist leicht zu erraten. Blüten, Blüten, Blüten. Und darunter sind die unterschiedlichsten Sorten, die normale Menschen als Dollars, Franken, Rubel, Euros oder Drachmen bezeichnet hätten. So täuschend ähnlich sehen sie den echten Geldscheinen. Kein Wunder, dass Detlef Lilienborns Falschgeld auf dem schwarzen Markt reißenden Absatz findet. An einem Abend im Mai macht der Falschmünzer Kassensturz und stellt fest, dass er für dieses Jahr genug gearbeitet hat. Jetzt ist es ratsam, seine Fälscherwerkstatt für eine Weile von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Rechtzeitig aufhören und verduften, das war von jeher das beste Erfolgsrezept für einen Blütenhersteller. Detlef räumt seine Werkzeuge weg und versteckt sie in einer alten Scheune auf dem Land. Auch von den letzten falschen Geldscheinen trennt er sich. Er hat ja genug echte dafür bekommen. 3 Narzissen in einer Vase. Das sind die einzigen Blüten, die noch in der Werkstatt sind. Und auch die sind echt. Gerade als er seine Werkstatt abschließen will, um in den, wie er meint, verdienten Jahresurlaub zu fahren, hält vor der Bäckerei ein dunkelgrüner Wagen. Ein rundlicher Herr mit Stirnglatze und Seehundbart steigt aus und sagt, »Ah, guten Morgen, Sie sind wohl gerade dabei, Ihr Geschäft zu schließen.« Detlef Lilienborn schaltet schnell. »Geschäft schließen? Ganz im Gegenteil. Ich bin gerade dabei, den Laden aufzuschließen. Ich war nämlich für ein paar Monate im Ausland.« »Was Sie nicht sagen«, antwortet Kugelblitz, »aber Sie haben doch nichts dagegen, wenn wir uns Ihr kleines Geschäftslokal mal ansehen.« »Aber bitte sehr.« Detlef Lilienborn öffnet die Tür mit dem reinsten Gewissen der Welt. Schließlich hat er gerade noch rechtzeitig alle Spuren beseitigt und sogar die Fingerabdrücke abgewischt. Kugelblitz betritt neugierig die alte Bäckerei, in der nur Gerümpel herumsteht. Dann gehen sie in den Keller. »Sie müssen entschuldigen, seit mein Onkel, der Bäckermeister, vor einem halben Jahr verstorben ist, hat kein Mensch mehr diese Bruchbude betreten. Deshalb sieht es hier so aus und ich konnte mich auch nicht darum kümmern.« »Ja, Sie waren ja im Ausland«, seufzt Kugelblitz bekümmert und sieht sich im Keller um. Er entdeckt zunächst nichts Verdächtiges. Keine Spur weist darauf hin, dass hier noch vor kurzem auf den Regalen Falschgeldbündel gestapelt waren. Kugelblitz fährt gedankenverloren mit dem Zeigefinger auf der Regalkante entlang. Nicht einmal Staub findet er. Nichts. »Und es hat wirklich außer Ihnen niemand den Schlüssel zu diesen Räumen?« erkundigt sich Kugelblitz. »Keiner war während Ihres Urlaubes im Keller?« »Aber nein, wenn ich es Ihnen doch sage. Es ist ein neues Sicherheitsschloss«, versichert Lilienborn und zeigt dem Kommissar den Schlüssel. »Dann, lieber Herr Lilienborn, müssen wir uns leider doch ausführlicher miteinander unterhalten. Kommen Sie bitte mit aufs Revier.« Und nun die Rätselfrage an alle Detektive, die sich auch im fahlen Kellerlicht einer alten Bäckerei keinen Mehlstaub in die Detektivaugen blasen lassen.
Welche zwei Beobachtungen beweisen Kommissar Kugelblitz, dass Lilienborn den Keller in letzter Zeit benutzt hatte? Fall Nr. 7. Der gefährliche Milchmann. Knut Bogner sitzt in seinem LKW. Die Scheinwerfer des Lastwagens bohren sich in die weiße Nebelwand auf der A7. Knut flucht. Alle Welt scheint sich heute auf der Autobahn von Hamburg nach Hannover verabredet zu haben. Der Verkehr kommt bei Soltau fast zum Stillstand. 2 Stunden Verspätung. Ob der andere warten würde? Vermutlich. Das dunkle Geschäft, das die beiden planen, ist schließlich recht einträglich. Endlich taucht das Hinweisschild auf. Nur noch 5 Kilometer bis Fallingbostel. Mist, fast hätte er die Ausfahrt übersehen. Jetzt noch über die Brücke, Richtung Ostenholzer Moor. Der andere parkt schon am vereinbarten Ort. Bogner blinkt 3-mal. Der Fahrer des anderen LKW blinkt 4-mal. Das ist das Erkennungszeichen. Bogner parkt direkt neben dem anderen Fahrzeug. Er stellt den Motor ab und springt aus dem Fahrerhaus. Er flucht, weil er dabei mit seinen Schuhen tief in den weichen, matschigen Boden einsinkt. »Du bist spät dran«, sagt der andere. »Der verfluchte Nebel«, schimpft Bogner. »Hast du die Buttermilch an Bord?« »Na klar doch.« Bogner geht nach hinten, um die Plane zu lösen. »Wenn ich mich nicht beeile, dann kriege ich Schwierigkeiten. In 2 Stunden wird mein Freund abgelöst. Wenn ein anderer Wache hat, dann werde ich das Zeug nicht los und überhaupt verdammt gefährliche Geschichte. Wenn du das nächste Mal nicht ein paar Hundert dazulegst, kannst du dein Giftzeug selbst wegschaffen.« »Nun halt keine Reden, pack mit an«, brummt Bogner. In Windeseile werden 10 Fässer Buttermilch umgeladen. Ein Bündel Geldscheine wechselt den Besitzer. »Ich will sicherheitshalber noch schnell die Nummernschilder austauschen«, sagt Bogner. »Da war mir einer auf der Autobahn verdächtig, dicht auf den Fersen. Man kann nie wissen.« Mit wenigen Handgriffen tauscht er die Schilder des LKWs aus und schiebt die abgeschraubten Bleche unter den Fahrersitz. Das geht alles sehr schnell. Schließlich macht er das nicht zum ersten Mal. Danach wendet er und fährt zurück auf die Autobahn. Der Mann mit der Buttermilch an Bord drückt aufs Gas, um noch rechtzeitig zur Müllkippe zu kommen, wo der Wächter schon auf ihn wartet. Der ist gar nicht erfreut über die neue Lieferung. Es gab ziemlichen Wirbel in den letzten Tagen, weil in einem Untersuchungsbericht das Baumsterben im angrenzenden Wald auf Giftstoffe zurückgeführt wurde, die verbotenerweise auf der Müllkippe abgelagert wurden. »Das ist das letzte Mal«, knurrt der Wächter. »Es ist nichts Gefährliches drin«, lügt der Milchmann, ohne rot zu werden. »Und ein paar Riesen sind schnell verdient auf diese Weise.« »Dort hinten«, sagt der Wachmann und deutet auf eine Kuhle, die er vorsorglich freigehalten hat. Dann macht er die Raupe startklar, um die Kuhle mit Sperrmüll zuzuschieben, sobald die Fässer drin sind. Auch Kommissar Kugelblitz steckt im Nebel und kommt nicht voran. Er hat den sicheren Hinweis bekommen, dass die Abfallprodukte einer chemischen Fabrik nicht wie gesetzlich vorgeschrieben beseitigt wurden. Er verfolgt die Spur eines verdächtigen LKWs bis Fallingbostel. Als dieser von der Autobahn abzweigt, gibt er die Autonummer per Funk an seinen Kollegen weiter, der die Verfolgung außerhalb der Autobahn aufnehmen soll. Aber der verliert die Spur im Nebel. »Fehlanzeige«, meldet er nach einer halben Stunde über sein Handy. »Der LKW ist wie vom Erdboden verschluckt.« »So ein Mist«, knurrt Kugelblitz, der bei Hildesheim gewendet hat und nun nach Norden zurückfährt. Der Nebel hat sich inzwischen gelichtet und geht mittlerweile in die normale Abenddämmerung über. Plötzlich ruft er überrascht. »Da! Pommes! Sehen Sie das Mädchen im Bikini?« Irritiert sieht der Polizeimeister Pommes, der den Dienstwagen steuert, nach rechts und nach links. »Nein?« »Nein, nicht da! Dort vor uns!« Der Aufkleber mit dem Mädchen im Bikini direkt über dem Auspuff des LKW ist Kugelblitz schon auf der Hinfahrt aufgefallen. »Das ist unser LKW«, ruft Pommes überrascht. »Richtig, bloß die Nummer stimmt nicht«, stellt Kugelblitz fest. Er gibt per Funk die Autonummer an die Zentrale durch.
Sein Verdacht ist richtig. Es handelt sich um gestohlene Kennzeichen. Kugelblitz handelt rasch. Das Polizeiauto überholt mit Blaulicht den LKW. Kugelblitz gibt dem LKW-Fahrer das Zeichen, rechts ranzufahren und anzuhalten. Was soll denn das bedeuten, mitten auf der Autobahn? Erregt sich Knut Bogner. Kugelblitz zeigt seinen Dienstausweis und sagt, können wir mal Ihre Papiere sehen? Bogner holt die Papiere aus seiner Brieftasche. Die Nummernschilder stimmen nicht mit der Nummer im Kraftfahrzeugschein überein, bemerkt Kugelblitz. Na sowas. Tatsächlich. Knut Bogner tut überrascht. Aber er schaltet schnell. So eine Unverschämtheit, murmelt er. Na, wenn ich den Kerl erwische. Welchen Kerl? Erkundigt sich Kugelblitz und runzelt die Stirn. Na, als ich bei Hannover im Rasthaus meine Suppe mit Bockwurst aß, wie immer, wenn ich diese Strecke fahre, hat mir doch offenbar einer die Nummernschilder geklaut. Und neue dafür angeschraubt? Das ist vielleicht ein Service, sagt Kugelblitz, der von der Lügengeschichte nicht viel hält. Wann soll das gewesen sein? Vor ungefähr einer Stunde. Kugelblitz mustert sein Gegenüber von Kopf bis zu den Schuhsohlen und fragt, und Sie haben zwischendurch nicht mehr angehalten? Knut Bogner verneint. Darf ich dann mal kurz die Fahrerkabine ansehen? Wenn es sein muss, sagt Knut Bogner. Nach 5 Minuten hat Kugelblitz gefunden, was er sucht. In doppelter Ausführung natürlich. Und er sagt Knut Bogner auf den Kopf zu, was er von ihm hält. Und die Geschichte von der Erbsensuppe glaube ich Ihnen erst recht nicht. Denn ich bin sicher, dass Sie vor höchstens einer Viertelstunde außerhalb der Autobahn Ihren Wagen verlassen haben. Tja, ich weiß mehr über Sie und Ihre Ladung, als Sie dachten, nicht wahr? Ich werde mich jetzt auf der Rückfahrt neben Sie setzen, dann verlieren wir uns nicht wieder aus den Augen und ich kann mich noch ein bisschen mit Ihnen unterhalten, ehe sich der Staatsanwalt um diese Angelegenheit kümmert. Und jetzt die Rätselfrage an alle Detektive, die den Fall der Milchmänner und der Schwarzen Weste aufmerksam verfolgt haben. Welches Beweismittel findet Kugelblitz in der Fahrerkabine? Und woher weiß er, dass Bogner kurz zuvor aus seinem LKW ausgestiegen war? Fall Nr. 8. Das Blaue vom Himmel. Tütü, der Lebenskünstler, hat eine Abenteuerreise durch den Orient gemacht. Er hat wilde Schlangen und Affen gesehen, er ritt auf einem Kamel durch die Wüste, er wurde von Räubern überfallen und einmal ist er fast im Sandsturm erstickt. Braun gebrannt, aber erschöpft, erreicht er mit seinem Land Rover das einfache Hotel in Istanbul. »Ein Bad und ein Bett«, sagt er und erkundigt sich nach dem nächsten Flug nach Hause. Er hat Glück. Er bekommt einen Platz auf der Direktmaschine am nächsten Morgen. Er telegrafiert an seinen Freund Kugelblitz. Ankomme morgen 11.55 Uhr, Lufthansa, Stopp, Tütü. Dann verschwindet er eine halbe Stunde unter der Dusche. Eine Stunde später schläft er wie ein Stein. Als Tütü aufwacht, ist es 6 Uhr morgens. Herrje! Um 7.50 Uhr geht das Flugzeug, da muss ich aber Dampf in die Socken blasen, brummt er. Also Katzenwäsche und dann rasch die 7 Sachen gepackt. Er hastet zum Hotelempfang, zahlt die Rechnung und springt ins nächste Taxi. Die Innenstadt von Istanbul ist total verstopft. Er braucht 20 Minuten, um die Galatasaray-Brücke zu überqueren. Schließlich erreicht Tütü den Flugplatz doch noch rechtzeitig. Sein Name wird zwar bereits schrecklich verstümmelt über Lautsprecher ausgerufen. Er eilt zum Lufthansa-Schalter. Ausnahmsweise darf er das Gepäck mit in die Maschine nehmen, weil alle anderen Fluggäste schon abgefertigt sind. Eine Stewardess bringt ihn zum Flugzeug. Die Tür klappt hinter ihm zu, die Treppe rollt fort. Schon startet die Maschine. Heftig atmend sinkt Tütü zwischen einem bereits angeschnallten älteren Ehepaar auf den Mittelsitz. Er schnallt seine 2-Meter-Gestalt ebenfalls mit dem Sicherheitsgurt fest. »Na, Sie sind ja fast auf die fahrende Maschine aufgesprungen«, meint der Mann. »Tut mir leid, dass Sie wegen mir warten mussten«, sagt Tütü noch etwas atemlos. Aber die beiden lächeln verständnisvoll. »Wissen Sie, wir kommen viel herum«, sagt der Mann. »Da gewöhnt man sich an einiges. Seit ich pensioniert bin, können wir es uns leisten zu reisen, meine Frau und ich. Wir haben ja keine Kinder, die uns davon abhalten könnten.«
Wir kommen von einer Weltreise zurück. Da kommt es auf ein paar Stunden nicht an, sagt die ältere Dame. Bereits im Hafen von Teheran haben wir unser Schiff verpasst. Das brachte den ganzen Reiseablauf durcheinander. Die beiden geben ihre Reiseerlebnisse zum Besten. Donnerwetter, was Sie alles erlebt haben, bemerkt Tütü belustigt. Die beiden erzählen vergnügt weiter. Von einer spannenden Tigerjagd in Afrika, einem Ausflug zu den Indianern von Kathmandu und einem Empfang der Reisegruppe beim Kaiser von China und seinen Ministern. Die Stewardess serviert das Frühstück. Die Zeit vergeht im wahrsten Sinne des Wortes wie im Flug. Tütü kann es kaum glauben, als die Stimme aus dem Bordlautsprecher verkündet, das Flugzeug setze zur Landung in Hamburg an. »Werden Sie abgeholt?«, erkundigt sich der alte Herr. »Ja, vermutlich, falls mein Fax angekommen ist«, sagt Tütü. »Wir werden von unserem Enkelsohn abgeholt. Er studiert in Hamburg«, sagt die alte Dame stolz. »Ökologie, wenn Sie wissen, was das ist. Er will mal Tierarzt werden.« Dann setzt die Maschine auf dem Boden auf. Die Leute kramen nach ihrem Handgepäck. Die Reise ist zu Ende. Tütü entdeckt Kugelblitz an der Ausgangssperre und winkt ihm fröhlich zu. Seine beiden Reisegefährten werden tatsächlich von einem jungen Mann abgeholt. »Ich habe allerhand erlebt«, sagt Tütü zu Kugelblitz. »Aber das Unglaublichste erst zum Schluss. Siehst du das alte Ehepaar dort? Mann, oh Mann, die beiden haben vielleicht das Blaue vom Himmel heruntergeschwindelt. Gegen das, was sie erlebt haben wollen, war meine Abenteuerreise eine Spazierfahrt im Kinderwagen.« Und jetzt die Frage an alle Detektive, die sich auch von weitgereisten Leuten nicht so leicht die Sicht vernebeln lassen. Welche 6 Schwindeleien haben die beiden vergnügten Alten Tütü auf die Nase gebunden? Fall Nr. 9. Computer schlafen nicht. Sie sind Tag und Nacht einsatzbereit. Trotzdem hat die Firma Bang & Co. 3 Nachtwächter eingestellt, denn Computer können eines nicht, auf sich selbst aufpassen. Und in letzter Zeit passierte es leider immer häufiger, dass Computerprogramme gestohlen wurden. Irgendjemand schlich sich nachts, wenn alle Angestellten längst zu Hause waren, heimlich an die Computer heran und kopierte Programme. Programme sind, wie fast jeder weiß, so etwas wie das lebendige Gehirn der Computer. Ohne Programm ist ein Computer nichts wert, nur eine stumme Maschine, ein Haufen Blech oder Plastik, sonst nichts. Je besser das Programm, desto intelligenter der Computer. Und die Firma Bang & Co. war für ihre außerordentlich vielseitigen und klug ausgetüftelten Programme in Fachkreisen bekannt. Es ist Sonntagnacht. Die 3 Nachtwächter von Bang & Co. haben schon vor 3 Stunden ihren Dienst angetreten. Schmitz und Emmerling kommen gerade von ihrem Rundgang zurück. Giesharz sitzt in der Portiersloge. »Da!« ruft Giesharz plötzlich. »Einer mit einer Lampe! Drüben im Bürogebäude!« Die beiden anderen drehen sich um, aber noch ehe sie das verdächtige Licht entdecken können, geht im ganzen Haus die Beleuchtung aus. »Ich rufe die Polizei«, sagt Emmerling. »Was soll der Quatsch? Noch ist ja nichts passiert. Wir müssen als erstes die Sicherung wieder einsetzen«, findet Schmitz, der mit der Polizei schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hat. »Ich gehe zum Computerraum«, ruft Giesharz aufgeregt. »Bestimmt hat man es wieder auf die Programme abgesehen.« Als Schmitz zum Sicherungskasten im Keller kommt, ist dort seltsamerweise alles in Ordnung. »Jemand muss den Hauptschalter ausgemacht haben«, murmelt er. Es gibt 2 Hauptschalter, einen in der Portiersloge und einen im Computerraum. Schmitz rennt wieder nach oben. Da kommt auch schon die Polizei vorgefahren, die Emmerling inzwischen alarmiert hat. »Das ging aber schnell«, sagt Emmerling, schaltet den Alarm an der Haupttür aus und lässt die Beamten herein. Schmitz eilt inzwischen in die Portiersloge. Er will gerade auf den Hauptschalter drücken, da flammt das Licht von selbst auf. »Es muss einer oben im Computerraum sein«, ruft Schmitz verblüfft. »Dort ist der 2. Hauptschalter.« »Na klar, dort ist Giesharz«, sagt Emmerling. »Hoffentlich ist ihm nichts passiert.« Emmerling und Schmitz hasten die Treppe hinauf. 2 Polizeibeamte folgen. Giesharz ist tatsächlich im Computerraum. Er liegt auf dem Boden und stöhnt. »Dort, Schrank,
flüstert Giesharz. Und jetzt sehen es auch die anderen. Der Sicherheitsschrank mit den neuen Programmen ist ausgeplündert. Hast du gesehen, wo der Kerl hin ist? Fragt Schmidt seinen Kollegen. Mit letzter Kraft deutet Giesharz zur Tür, dann schwinden ihm die Sinne. Wo steckt der Täter? Er muss noch im Gebäude sein. Die Alarmanlage ist nicht ausgelöst worden. Es kann also kein Fenster und keine Tür geöffnet worden sein. Auch Dach und Keller sind gesichert. Nur an der Eingangstür hat Emmerling den Alarm ausgeschaltet. Aber davor steht ja der Polizeiwagen. Unmöglich, dass der Täter durch den Haupteingang entkommen ist. Und doch ist er entwischt. Vorläufig wenigstens. Und die Programme hat er auch. Es muss der Mann mit der Taschenlampe gewesen sein. Giesharz hat ihn drüben im Bürogebäude gesehen, sagt Schmitz zu Polizeiobermeister Pommes, der das Protokoll aufnimmt. Aber obwohl 7 Polizisten jeden Winkel absuchen, wird niemand gefunden. Rätselhaft. Das finde ich aber gar nicht, sagt Kommissar Kugelblitz, als ihm Pommes von dem Fall berichtet. Alles deutet doch darauf hin, dass wir von einem der 3 Nachtwächter an der Nase herumgeführt werden. Er lässt die Wohnung des Verdächtigen am nächsten Morgen durchsuchen und findet dort tatsächlich die gestohlenen Programme. Und nun die Frage an alle Detektive, die keine Nachtwächter sind. Wie heißt der Täter? Warum kam ihm Kugelblitz auf die Schliche? Und wie entkam der Mann mit der Taschenlampe? Nun, habt ihr alles richtig geraten? Dann könnt ihr sofort abschalten. Falls ihr nicht sicher seid, dann hört euch jetzt die Lösungen zu den einzelnen Fällen an. Fall Nummer 1. Der lila Leierkasten. KK hätte merken müssen, dass es sich um einen präparierten Leierkasten handelte. Er spielte weiter, als der Mann aufhörte zu kurbeln, um sich mit dem Streichholz eine Zigarette anzuzünden. Dazu braucht man 2 Hände. Fall Nummer 2. Der Dieb im Pyjama. Er bestätigte, dass er Herr Müller persönlich sei. Auf dem Türschild stand aber der Name Meier. Fall Nummer 3. Tante Adelheids Lampe. Nur der Dieb konnte wissen, welche Lampe gestohlen worden war. Fall Nummer 4. Suzuki knurrt nicht ohne Grund. Das Alibi von Mr. Miles ist zu genau. Er weiß ja angeblich nichts von der Entführung des Hundes und nun weiß er genau, wann es passiert ist. Am Tag vor der Weltausstellung. Fall Nummer 5. Der Froschmann. Ein Kanickel lebt in einem Höhlenbau und sitzt nicht im Nest. Feldhasen haben ein Nest und das nennt man übrigens Sasse. Fall Nummer 6. Blüten, Blüten überall. 3 frische Narzissen in der Vase und die Tatsache, dass nicht einmal Staub auf der Regalkante liegt, beweisen, dass kürzlich jemand in der alten Bäckerei war. Und zwar Detlef Lilienborn, denn er allein hat den Schlüssel. Fall Nummer 7. Der gefährliche Milchmann. Kugelblitz findet die abgeschraubten Nummernschilder unter dem Fahrersitz und auf der Fußmatte und an Bogners Schuhen sind Spuren von feuchter Erde. Die Erde vom Tatort. Fall Nummer 8. Das Blaue vom Himmel. Das Ehepaar kann nicht vom Enkelsohn abgeholt werden, wenn es keine Kinder hat. Es gibt keine Tiger in Afrika, keine Indianer in Kathmandu, keinen regierenden Kaiser von China, Teheran liegt nicht am Meer und ein Ökologe ist ein Umweltforscher und kein Tierarzt. Fall Nummer 9. Computer schlafen nicht. Giesharz war der Täter. Er täuschte den Überfall vor. Er hatte als einziger die Gelegenheit, den Hauptschalter in der Portiersloge aus- und im Computerraum wieder einzuschalten. Falls du nicht alles richtig herausgefunden hast, halb so schlimm. Es warten noch über 100 Kugelblitz-Krimis zum Mitraten auf dich.
Spätestens bei Fall 13 bist du ein geübter Superdetektiv, dem kein Gauner mehr unbemerkt etwas vorschwindeln kann.